Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. Und letzte Folge haben wir ja da diese drei schönen Ressourcen da zusammengedingselt, was auch immer. Halt, wir haben die gereizt. Und wir werden jetzt da mal so schwarze Wissenschaftspakete craften. Und jetzt will ich nur mal ganz kurz schauen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 10. Das heißt, der dauert wie lang? Das heißt, da haben wir 2 die Sekunde, da haben wir auch 10. Da haben wir nicht ganz 2 die Sekunde. Halt, dass wir das irgendwie gleich haben. Der braucht 10 Sekunden, da kriegen wir 2 raus. Das heißt, mit 5 haben wir... Warte. Ja, haben wir 1. Das heißt, wir brauchen auch wieder 10. Ah, das trifft sich ganz gut. Oder? Warte mal. Ja, genau. Und das heißt... 10 Stück. So. Hier gehen wir mal rauf und dann machen wir... Wie machen wir das? So. Vielleicht nicht ganz so knapp. Oder naja, weiß nicht, wie knapp machen wir denn das. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal das da. Also wir können ja das können wir stehen lassen alles. Wir müssen nur das wegmachen. Und dann müssen wir hier ein Fließband reinmachen. Dann müssen wir uns mal Fließbänder überhaupt mal wieder nehmen, weil wir gleich keine mehr haben. So. Und dann brauchen wir da natürlich einen Platz mehr. Und ich habe da ein recht cooles System im Internet gefunden. Und zwar funktioniert das so, dass sich die Labore gegenseitig die Dinger geben können. Und die haben da, also der eine hat das in dem Video so erklärt, auf was man alles aufpassen muss und so. Und ich würde das ganz gern auch so probieren, weil das anscheinend platzsparender ist. So, das heißt aber, wir haben hier mal, das machen wir mal weg, dass wir das gleich haben, hier mal die Labore. Und dann kann man, zack, da noch welche machen. Und dann haben wir natürlich die da. Und dann ein, zwei darauf. Haben wir jetzt keine mehr. Sehr gut. Okay, das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Labore. Zack. Und dann natürlich da oben noch welche. So, und jetzt können wir es so machen, dass wir da ganz normal, so wie gewohnt, die Dinger haben für die Seite. Und dann machen wir mit langen Greifarmen, holen wir uns das von der anderen Seite.
So. Und die sind ja standardmäßig auf 2 eingestellt. Und das heißt, der nimmt sich 2 von da und gibt die da rein. Wenn ich jetzt aber die 2 wieder gleich rausnehme, dann haben wir da eine kurze Lücke dazwischen. Und damit man das verhindert, stellt man die hinteren auf 1. Also, dass die nur einen. Das tun wir da überschreiben. Und damit ich das jetzt nicht überall machen muss, kann ich das mit Shift Rechtsklick kopieren und mit Shift Linksklick kann ich das einfügen und ich kann das auch gedrückt halten. Zack, jetzt lasse ich beides wieder los und jetzt haben wir da überall Stapelgröße 1. Das heißt, der nimmt sich 2, von den 2 nimmt der sich einen und wir haben keine Lücken. Dann checkt der, okay, da fehlt einer, ich nehme nochmal 2, dann hat er da glaube ich sogar 3 kurz drinnen und dann geht das ohne Probleme. Und was wir jetzt aber brauchen ist Strom. Das heißt, wir brauchen... Ja, das ist doof. Na egal. Wenn wir das hier machen... Ja. Das wäre dann hier das nächste. Und dann dazwischen... Nehmen wir einfach die kleinen. So. Jetzt fehlt da noch ein bisschen was. Zack. Ja, und hier. Genau. So, das heißt, wir hätten hier jetzt schon mal überall was drinnen. Ah ne, 2 nimmt das sich. Okay, gut. Das heißt, wir können eigentlich die können wir wieder drauf tun. Achso. Ah, deswegen ist der da gestanden, verstehe. Ja, ich lasse ihn da trotzdem stehen und stelle da den kleinen wieder hin. So. Dann macht der das hier. Und dann brauchen wir hier dann das schwarze Zeug. Das müssen wir natürlich jetzt erst bauen. Das kommt dann hier entlang, hier durch und da nach oben und dann natürlich auch noch da nach oben und da brauchen wir dann irgendwo einen Verteiler. Ist halt nur die Frage, wie kriegen wir das da? Aber wir machen das einfach da kurz Untergrund und das passt dann schon. Das heißt, wir brauchen noch ein so ein Ding. Das werden wir da unten hinstellen. So. Und dann machen wir das einfach kurz Untergrund. Dann kommen wir da. So. Machen wir gleich, dann kommen wir da ein bisschen platzsparender dazu. So, warte, machen wir es so und so und so. Genau. Da den Strommasten wieder hin. Und jetzt hätten wir das schon mal. So, da müssen wir natürlich Greifarme fladern. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 und natürlich wieder Strommasten überall. Oder warte mal. Es wäre vielleicht intelligenter, wenn wir... Ah, warte. Wenn wir das da anders machen. Und zwar so. Ah, da gehört das dann her. So, genau. Weil dann
wäre das um einiges einfacher. Zack. Dann brauchen wir nicht das irgendwie aufteilen oder so, sondern dann einfach nur die Flaschen zusammenlegen und das ist ja nicht so wirklich das Problem. Einmal Untergrund. Ich lasse da gerne mal einen frei, weil das schaut dann besser aus. So, dann müssen wir hier runter. So, und jetzt ist nur die Frage wegen an Strom. So. Ob sich das überall ausgeht? Weil das geht nicht. Naja, nee, warte. Das wird sich schon ausgehen. Zack. Zack und zack. Dann nehmen wir einen schnellen. Der und der. Dann brauchen die zwei und der oben. Und dasselbe auf der drüberen Seite. Zack, perfekt, okay. Und dann müssen wir das Zeug noch rausnehmen. Und dann machen wir noch Strom. Das heißt einmal Strom für die und die. Und für die zwei. Gut, dann brauchen wir jetzt überall das Rezept. Und das kann man nämlich auch so schön kopieren. Ach, das ist super. Dass ich das nicht früher irgendwie gefunden habe, dass das funktioniert. Das ist nämlich echt praktisch. Hat da oben noch eine Lampe. So, und jetzt haben wir schon die ersten schwarzen Flaschen. Und so schön wie es ist, werden wir hier auch da diese Pufferkiste dazwischen machen. Das geht sich jetzt leider mit dem kleinen nicht mehr aus, deswegen brauchen wir da jetzt den großen. Aber wir haben eh noch einen gehabt. So. Zack. Und dann nehmen Sie sich das schön. Ah ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Die brauchen das natürlich auch, weil die müssen ja das auch irgendwie kriegen. Zack. Sehr gut. Es geht ein bisschen langsam. Naja. Aber das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel so Sachen erforschen wie die Raketentechnik, was ich da haben wollte, oder einen Flammenwerfer. Flammenwerfer hört sich cool an. Machen wir den mal. Ja, das können wir jetzt alles erforschen, das ist cool. Ja, da hinten geht halt jetzt noch nichts, weil dann die Flaschen noch nicht überall da sind. Aber da tut er überall schon fleißig arbeiten. Ja, da brauchen wir halt dann natürlich einfach noch mehr von dem Zeug, das ist klar. Warte, jetzt würde mich gerade mal interessieren, wir kriegen hier dann den Flammenwerfer, der ist relativ einfach zu machen. Und dann brauchen wir da so einen Brennstoff. 5 Stahlträger, 100 Rohöl. Okay. Was Rohöl macht man das? Rohöl haben wir theoretisch da unten. Und Stahl. Chemiefabrik? Und jetzt Rohöl und eine Kiste. Da war gerade der Zug. Und noch eine Kiste.
Und einmal Strom. Und dann hier Brennstoff und Flammenwerfer. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Stahl. Wie viel ist denn da eigentlich noch da in Prozent? 72, 73, okay. Ah ja, einen Flammenwerfer sollten wir uns auch noch machen. Jetzt haben wir das ganze Stahl weg dann. Flammenwerfer. Bin schon gespannt, muss ich ehrlich sagen. Das ganze Holz könnten wir da auch mal wegtun, oder? Wirklich brauchen tun wir es ja nicht. Ups. Feuerschaden. Ja, das ist cool. Dann lege ich dem. Ne, dem lege ich nichts rein. So. Wo sind Gegner? Das ist ein zu großes Nest zum Probieren. Ich weiß ja nicht, wie stark der ist. Da ist ein kleines Nest, da werden wir mal kurz rüberfahren. Das mal probieren. Ich weiß nicht, wie schnell der die Munition verbraucht, deswegen nehme ich da einfach noch ein bisschen was mit jetzt. So, und hier werden wir... Ne, da werden wir da nichts machen, weil da nichts geht zu machen. Na egal. Es wäre vielleicht cool, wenn wir das wieder so ein bisschen auf Lager hätten. So, aber 18 sollte reichen, nochmal zum Probieren. Nochmal 20%, jawohl. So, und dann sehen wir da. Erstellt einmal Feuer, Lebensdauer 2 Sekunden, Schaden 13 plus 2,6. Ist schon mal mehr als die Munition. Und Größe des Effektbereichs 2,5, Schaden 60 pro Sekunde plus 12 pro Sekunde Feuer. Okay, also ich glaube, schlecht ist das nicht. Was ich jetzt ganz kurz machen werde... Wir haben ja noch diese ganz stinknormalen Schmelzöfen. Ich werde mir da jetzt ein bisschen Kohle nehmen. Zwar so viel. Ups. Und dann werde ich hier mal Eisenplatten reingeben. Zwar ein paar. Nämlich 400, weil dann könnten wir da mal kurz ein bisschen Stahl herstellen, während wir da jetzt nicht da sind. Zack. Zack. Ah ne, mehr geht da eh nicht rein. So. Und jetzt werden wir mal darüber gehen. Ist da voll? Ja. Ich habe nämlich noch. Ups. So. Hallo Auto. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Richtung Nest. Fahren wir da eh halbwegs richtig, ja. Ja, da kann man nicht einmal irgendwo hinschauen, ohne dass man gleich wieder den nächsten Baum niederfährt. Wir müssen nichts auch noch machen. Nein, leider nicht. Aber wir könnten jetzt Feuerrate, physischer Schaden, stärkere Sprengstoffe, Granatenschaden, Landminenschaden. Wir machen mal physischer Projektilschaden. Hey, wir haben keinen Sprit mehr.
Warte mal. Fährt das Ding auch mit Holz, ja. Okay, fahren wir halt dabei mit Holz weiter. Geht zwar ziemlich schnell runter, aber ist egal. Warte mal, ist das Nest da oben groß oder klein? Ziemlich klein, aber da ist ein ziemlich großes da daneben. Wow, die kommen jetzt schon her. Ah, so funktioniert. Wow. Das war ein großer. Der war gerade relativ schnell tot. Okay, ich glaube, der Flammenwerfer ist gut. Wow, aber wir dürfen uns nicht töten lassen. Ich werde mal den Fisch in die Hand nehmen. Braucht eigentlich nur einmal Feuer drüber werfen. Also das nur einmal anzünden. Also so schnell habe ich noch nie ein Nest down gehabt, das muss ich euch sagen. Die Munition geht halbwegs schnell kaputt. Also kaputt, ja. Ich brauche da nur kurz. Was sind denn das für Dinge? Hä? Kleiner Speier, was zur Hölle? Wow. Also mit normaler Munition wären wir jetzt vielleicht tot gewesen. Alter. Ist jetzt nie viel. Das sind, glaube ich, die mobilen Versionen von den Würmern. Das finde ich nicht gut. Sind nervig, jetzt schon. Okay, aber wir werden mal kurz auf Munition wechseln. Ah, nein, werden wir nicht. Okay, der Flammenwerfer ist schon OP. Aber die Munition geht ziemlich schnell leer. Können wir das selber auch... ja, können wir. Sollten wir halt nicht. Boah, wie soll ich denn da dazukommen? Oh, jetzt leer. Ja, die haben halt mehr Range. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, dass wir den Fisch haben. Ja. Der Flammenwerfer, der bringt... Na gut. Ach Gott. Aber jetzt wissen wir, was da ist. Nämlich wieder ein ziemlich großes Nest. Mich beunruhigt das ein bisschen, dass wir da jetzt solche komischen mobilen Würmer haben. Weil ich Angst habe, dass die einfach von der Ferne unsere Sachen kaputt schießen. Ich hoffe, die haben halt nicht so eine hohe Reichweite wie die Würmer, weil sonst haben wir ein Problem. Dann wüsste ich nicht, was wir gegen die machen sollen. Aber das Gute ist, da ist überall relativ viel Wald drumherum. Was bedeutet, dass wir diese Umweltverschmutzung da, glaube ich, überall relativ gut absorbieren können. Da kommen wir nicht mehr raus, wir sind da, glaube ich, durch. Ja, weil da ein Baum kaputt ist. Ja, weil jetzt wieder kaputt ist. So, nee, da fahren wir nicht. So, wenn wir da sind, nehme ich kurz ein bisschen Kohle mit, weil, ja, sonst ist unser Auto wieder auf einmal leer. Wie viele Leute sind da noch drin? Ah, ein bisschen was noch. Wie schaut es verschmutzungsmäßig aus? Okay, das ist da gleich unten. Aber haben wir irgendwen? Ja. Okay. Irgendwo
vielleicht war das hier. Weil da in der Nähe ist nichts. Na gut, das heißt, wir müssen uns auf Angriffe gefasst machen wieder. Was ich nicht gut finde. Aber, ja. Warte mal, da oben ist Kupfer. Wie viel Kupfer ist denn da? Oh, 88.000. Na gut. Geht das nur so langsam oder haben wir hier zu wenig Flaschen? Wir haben zu wenig Flaschen. Ich glaube, wir werden mal mehr von den Montagemaschinen bauen, weil wir haben hier auf jeden Fall genug, glaube ich, an Munition und Ding. Also machen wir da mal 4 dazu. Brauchen wir Strom. Den könnte man vielleicht so hinstellen. Ist da eine Mauer? Jetzt. Oh. Zack. Und runter. Und Strom und Strom. Und diese und diese. Und dann brauchen wir noch 4 lange Greifarme. Und 3 schnelle. Und dann haben wir 4 und so. Ach so. Wir haben keine Granaten. Warum nicht? Weil hier keine Kohle ist. Warum ist hier keine Kohle? Weil nicht genug produziert wird. Na gut. Das ist jetzt nicht gut. Also man sieht da, dass die ganzen Öfen alle relativ wenig Kohle verbrauchen. Aber die Dinger schon. Aber warte mal, so viele machen wir nicht. So, ich werde mal so und so. Können wir nach unten ein bisschen erweitern. Muss mal nur schauen, dass wir das mit Strom irgendwie hinkriegen. Warte mal, wir können die ja eh zusammenstellen. Wir haben jetzt mittlerweile viel bessere Strommasten. Und außerdem geht sich's ja so auch aus. Genau, weil da stellen wir jetzt einfach nämlich einen großen rein und dann ist trotzdem. Yay. Ja, okay, gut, dann machen wir da halt einen weniger. Also halt einen weiter runter. So, so. Und dann stellen wir hier noch einen hin. Dann haben wir das eigentlich gleich. Jetzt geht sich trotzdem nicht ganz aus. Aber wir haben dann nirgendwo wirklich Kohle in der Nähe. Da sind. Okay, da hinten ist viel Kohle. Na gut, vielleicht brauchen wir einen Kohlezug. Es wäre vielleicht intelligent, wenn wir das hier dazu machen. Oder wir machen einfach da so eine Strecke. Hier. Ups. Naja. Naja, naja.
Weil das ist zu wenig, glaube ich. Ach Gott, haben wir keine Dinger oder was? Okay, you stopped. Okay, dann nimmt er halt überall Kupfer mit, das ist doof. Was wollte ich jetzt? Ah ja, genau. Circuits. Mal schauen, wir kriegen. Da kriegen wir noch 4 drauf. Und da müssen wir die Geschütztürme wahrscheinlich mal woanders hinstellen. Sieht das da auch aus? Ja, sehr schön. Da ist Stein dabei. Lange wird sich das nicht halten da, aber für ein bisschen zumindest. Gut, das heißt, wir bauen jetzt auf jeden Fall mehr Kohle ab. Mal schauen, sieht man das eigentlich? Warte mal, Produktion, Kohle. Ah ja, da sieht man unseren. Das ist aber auch cool zum Anschauen irgendwie, also. Da haben wir immer relativ gleich viel produziert. Das ist ein bisschen rauf und runter gegangen da. Dann steigt das dann nach oben. Eisenerz ist auch stark gestiegen, seitdem wir hinten die Station gebaut haben. Eisenplatten, da haben wir mal extrem viele gebraucht und das ist dann wieder runtergegangen. Ach nee, warte, da muss ich schon. Okay. Na, aber ist auf jeden Fall interessant zum Anschauen. Also wir bauen auf jeden Fall sehr, sehr viel ab. Also 612 in einer Minute ist jetzt nicht gerade wenig. Gut, da staut sich's jetzt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wenn sich's da auch wieder staut, dann passt das voll. Na gut, aber dann ja, ist die Folge hiermit eh schon wieder offiziell zu lang. Und dann bedanke ich mich hiermit recht herzlich fürs Zuschauen. Ich lege da kurz überall noch ein bisschen Stein rein. Weil wir haben so viel. Kann ich das damit machen? Aber okay. Also wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.